So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Pupsi hat wieder eine neue Prime-Sorte entdeckt. Die gab es im Kaufland, dann gab es sie nicht im Kaufland, dann gab es sie aber doch im Kaufland, aber nicht in jedem Kaufland. Dann stand die nicht in der Werbung, dann stand die aber doch in der Werbung, die war aber nicht abgebildet, die stand nur dort in Worten. Und jetzt werdet ihr denken, wie eine, sind es nicht zwei? Das ist ein und dieselbe Sorte, die hat was ganz Besonderes an sich, das ist nämlich die Sherry Freeze. Sherry Freeze Flavor. Du hast eigentlich so ein rotes Etikett, was dann ins Weiße übergeht. Aber weil natürlich Kirsche rot ist und Frost ist eigentlich Schnee, Weiß, Eis, man tut es trotzdem auch immer mal bläulich darstellen, ist das Besondere, wenn ihr die Flasche in den Kühlschrank packt und die gekühlt ist oder ins Gefrierfach, die färbt sich einfach blau am oberen Rand. Das Weiße geht dann über in ein Blaues. Das hat einen sehr coolen Effekt, wenn du das dann rausholst und weißt genau, okay, wenn die blau ist, ist die kühl, dann kannst du die trinken. Das müsste es bei jedem Getränk geben, das wäre richtig genial. Da siehst du wenigstens, wenn du mal verschiedene Sachen in den Kühlschrank stellst, was hast du frisch reingestellt und was steht schon länger. Nicht, dass du das Warme greifst, was der andere gerade reingestellt hat, das kennt ihr vielleicht von Bier oder so. Jetzt wollen wir das natürlich probieren, jetzt wollen wir das testen. Fürs Thumbnail halte ich das jetzt mal hier hoch. Mir ist aufgefallen, ich habe die ganze Zeit die falschen Flaschen reingehalten. Also weil ich die normal auf so ein Brett stelle, aber ich habe das die ganze Zeit mit dem Runden gemacht. So, das ist das Thumbnail. Jetzt stellen wir das mal hier ab. Das Warme stellen wir natürlich in die Ecke. Das rühren wir jetzt nicht mehr an. Das kalte Data, das nehmen wir jetzt hier. Das wollen wir probieren, das müssen wir nochmal so zeigen, weil das sieht gut aus. Vielleicht ist das auch das Thumbnail einfach mit dem Gesicht drauf. Wir haben auch wieder unser Ernesto-Glas, wir wollen das nämlich komplett trinken. Wir machen es aber mal kurz auf und probieren einen Schluck direkt mal aus der Flasche. Adi Schatz, guck mal, Prime und Crazy O in einer Flasche. Also du merkst auf jeden Fall, es ist mit Kirsche, aber ansonsten hat das immer irgendwie den gleichen Grund, den gleichen Abgang, den gleichen Effekt. Es ist, ja, zum Schreien ist das, muss ich schon sagen, ich verstehe, warum ist der so erfolgreich, wieso können, schmeckt das den Amis wirklich so gut? Für mich ist das jetzt wie blankes Zuckerwasser. Komischerweise, wie blankes Zuckerwasser mit einem Spritzer Kirsche versetzt. Es hat ja keine Kohlensäure. Dadurch ist es natürlich, es ätzt hier nichts weg, es greift nicht an, es bitzelt nicht. Aber dadurch, dass es so, wenn du es eiskalt trinkst, soll es ja trotzdem erfrischend und kühl sein. Aber es ist halt immer wie so, wie halber Sirup auf der Zunge. Total süß einfach nur. Und jetzt halt Geschmacksrichtung Kirsche. Und irgendwie schmecken die alle gleich. Plus aber dann die zusätzliche Sorte, die da reingegeben ist. Es ist also wieder mal sehr besonders, obwohl das ja alles hier aus Kokoswasser und Kokoswasserkonzentrat hergestellt ist. Zitronensäure da als Säurungsmittel drin. Schon wieder Magnesiumsalz, eine Zitronensäure. Nochmal Süßungsmittel drin. Da stehen wieder die heftigen Süßungsmittel, die ihr alle nicht probieren dürft. Da ist ja gar nicht so viel Zucker drin, aber durch das Süßungsmittel, das kann halt auch vieles kaputt machen. Wir schenken es jetzt trotzdem mal hier ein ins Glas. Das hat auch gefühlt alles immer die gleiche Farbe, oder? Ich bin mir jetzt unsicher, aber ich dachte selbst, das in der blauen Flasche war einfach weiß. Das in der grünen Flasche war einfach weiß. Das in der roten Flasche war einfach weiß. Auch da ist es einfach weiß und ihr seht, jetzt, wenn es wärmer wird, flieht die blaue Farbe und ihr habt dann irgendwann einfach nur wieder eine weiße Flasche. Wir können sie mal in der Hand ein bisschen hin und her wälzen. So, meine warmen Hände, meine Massagehände, ja, die Wärme spenden. Guckt euch das an, der Unterschied, jetzt ist beides dieselbe Flasche, es ist beides jetzt weiß, also wir haben es geschafft. Das Blaue wie ein Magier, da könnte ich auftreten bei RDL, beim Supertalent. Ich nehme die Flasche, ich mache so, dann ist die weiß und alle. Nächste Runde auf jeden Fall, Goldfinale. Wir wollen das jetzt mal kurz hier austrinken, vielleicht schmeckt es mir dann besser in der Masse. Ah.
Das Glas ist beschlagen, es war wieder richtig schön kalt. Das ist immer cool, obwohl der Winter ist. Zum Glück sitze ich nicht auf dem Balkon. Dann wäre es noch schlimmer, wenn ich jetzt noch auf dem Balkon sitzen würde. Ansonsten, ja, wenn du das so direkt trinkst, komplett, merkst du erstmal nicht dieses komische Süße, diesen komischen Nachgeschmack. Das ist bestimmt wieder trotzdem eher von dem Süßungsmittel hergerührt. Wenn man so eine Traubenzuckerkomponente hat, dass das jetzt aus Kokoswasser hergestellt wurde oder mit Kokoswasser versetzt permanent, merke ich jetzt nicht so, aber ist ja auch bei allen Prime-Sorten so Erfrischungsgetränk mit Sauerkirschgeschmack mit Süßungsmitteln. Also ist interessant, einmal zu testen, ob vielleicht doch eine Sorte dabei ist, die einen komplett umhaut. Aber auch die würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Ich glaube, meine Lieblingssorte war immer noch Eispop, aber auch die würde ich nicht nochmal kaufen. Pupsi hat die sich gekauft, die steht seitdem im Kühlschrank, keiner rührt die an. Wie, die ist für mich? Das ist meine Lieblingssorte, aber die würde ich nicht nochmal kaufen. Und dann kaufen andere Leute die, meine Lieblingssorte und dann denke ich, nein, was habe ich denn getan, warum? Das ist aber schön, da kann ich ja die bei Gelegenheit mal trinken, wenn es mir gut geht, damit ich danach wieder Bauchschmerzen habe. Aber so schlimm wie beim Gönnergy ist es immer noch nicht. Beim Gönnergy bin ich bei der halben Dose, kriege ich solche Magenkrämpfe und es ist eine Qual, den Rest zu trinken. Hier kannst du die ganze Flasche mit einmal trinken. Hast einen komischen Nachgeschmack gesagt, bah, das brauche ich nicht nochmal. Aber dir geht's gut trotzdem danach, dir geht's gut. Und das ist der große Unterschied, deswegen kauft mehr Prime. Das war's jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr schon mal Prime probiert? Oder kennt ihr wirklich auch diese Sherry Fries und überhaupt Sorte? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und danke Pupsi für die Eispop-Flasche, die ich gar nicht wusste, dass sie für mich ist. Ciao.